Moin Leute und herzlich willkommen zum letzten Spiel dieser Saison von Lift Alive. Heute die Calgary Hitmen gegen die Kootenay Ice und die haben uns im letzten Spiel eine empfindliche Niederlage zugefügt. Wenn es auch nur 1:2 war, aber es war in den letzten 6 Sekunden und das ist bitter genug, denn die Calgary Hitmen haben so nochmal die Punkte egalisiert. Beide Teams, die hier aufeinander treffen, haben 91 Punkte in der Eastern Conference. Und es ist nur noch ein Spiel. Also die Mannschaft, die hier gewinnt, schafft den direkten Einzug in die Playoffs. Und heute geht es also um alles. Entweder Kootenay oder die Calgary Hitmen. Auf der anderen Seite haben wir noch die Tri-City Americans der Western Conference. Das heißt, hat Rob schon gelutscht. Die sind also schon qualifiziert. Ohne Problem haben die das gemacht. Waren über die ganze Saison konstant. Und heute zieht einer der beiden Teams, die sich auch noch im letzten Spiel gerade gegenüberstehen. Die ziehen noch nach. Und ich bin gespannt, welches Team es sein wird. Also ich kann absolut keine Prognose abgeben. Will ich auch gar nicht, denn das ist schon eine Hausnummer. Also das hat schon hier wirklich Finalcharakter der Playoffs. Oh, wow, erster guter Schuss von Blattmann. Und wir konzentrieren uns heute volle Kanne auf Silvester. Cody Silvester, der hat uns quasi im Alleingang weggeballert. Und da ist Silvester im letzten Spiel. 2 Tore von den Calgary Hitmen hat er erzielt. Das waren alle. Und die haben dazu gereicht, uns die Niederlage zuzufügen. Fehlpass. Wissling. Tja, Freunde, danach werden wir natürlich auf die Saison nochmal eingehen, wie wir gespielt haben. Und selbstverständlich werden wir gucken, wie die Playoff-Paarungen aussehen, wie sie zustande kamen, welche Mannschaften sind dabei, welche haben den Sprung nur knapp verpasst. Und dann kann es auch losgehen ab dem morgigen Sonntag mit den Playoffs 2013 bei dieser ersten Lift Alive Saison. Und da hoffe ich ja, dass wir da gut abschneiden und eine gute Mannschaft kriegen, wo wir gut etabliert werden in der NHL. Denn nur so schaffen wir es, zu einer Legende zu werden. In die Fußstapfen von Jaromir Jagr, Wayne Gretzky und einzutreten. Boah, heftiger Check. Wird dann ein. Kann allerdings stehen bleiben und ich gehe raus. Jetzt, wenn wir schon zurückgehen, soll eine neue Kraft kommen. Abseits gepfiffen gegen Calgary. Und ich muss sagen, ich bin heute wirklich übelst nervös, denn ich hätte gerne die direkte Qualifikation und ich hoffe nicht, dass wir hier noch in einen Overtime gehen müssen. Ansonsten bin ich wirklich nah am Herzinfarkt. Calgary, 6 der letzten 10 Spiele gewonnen. Kleines Plus, was die Statistik betrifft. Oh ja, oh ja, oh ja, Freunde, das wird was geben hier noch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Faith auf Desjardins. O'Connor kommt, zieht einfach mal ab jetzt von der blauen Juic. Aber der Keeper ohne Probleme. Weiterhin Kootenay im Vorwärtsgang, das ist schon mal nicht schlecht. Komm, irgendwie dir Leben. Ich hätte gern, dass das Lämpchen aufleuchtet hinten einfach so dröhnt. Auch wenn wir nichts hören, ein Tor mehr als unser Gegenüber, das wäre schon optimal. Wir sind wieder mit dabei. Clayton, Achtung, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dubitz, sehr schöner Pass. Vorne geht Reinhardt. Den spiele ich jetzt mal direkt an. Vielleicht kommt was bei rum. Komm rüber, das Ding. Ah, Montgomery, der steht schon mal gut. Scheibe ist noch heiß. Reinhardt. Plattmann versucht sich hier zu lösen. Ah, da hat er auf den Rebound spekuliert. Aber am Ende um Zentimeter. Oh, fuck. Um Zentimeter verpasst. Und der Check, der war nicht von schlechten Eltern. Dafür ist er bekannt. In seiner ersten Liga. Oder in seiner ersten Saison. Hallo, habe ich es jetzt? In einer etwas höheren Liga. Und gleich der nächste. Und dafür darf er jetzt erstmal gehen. 2 Minuten Strafe gegen Blattmann. Das war einmal zu viel. Und 4 Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Darf er dann mal draußen Platz nehmen? Ja, da kam von hinten der Check. Aber der Schiedsrichter sagt Bandencheck, okay. Vielleicht, weil er in die Bande reingeflogen ist. Nee, natürlich Quatsch. Trainer sagt, gut so, weiter physisch spielen. Die müssen sehen, wo der Hammer hängt. Genau, das ist meine Philosophie. Der Trainer und ich verstehen uns blendend. Aber 0-0 nach den ersten 20 gespielten Minuten. Und weiterhin
Im zweiten Drittel sehen wir uns in Unterzahl gegenüber den Calgary Hitmen. So, da dürfen wir nochmal Platz nehmen für die nächsten fast kompletten 2 Minuten. Und ich hoffe natürlich, dass in diesen 2 Minuten nichts passiert. Und das wäre nicht so das Optimale. Aber watch out. So, Calgary lässt sich hier ganz, ganz lange Zeit. Und in dieser Zeit kommt Blattmann wieder zurück. So, jetzt nur defensiv gut arbeiten. Dass sie jetzt kein Tor machen, wenn wir schon wieder auf 5 gegen 5 sind. Riesling hält die Scheibe in den eigenen Reihen, macht das hervorragend. Silvester wieder, der lauert hier natürlich auf die Tore. Der weiß, dass er es kann. Gegen die Kutener Eis. Und da heftiger Check erneut. Riesling wird da nochmal umgezwiebelt. Skapski kommt, gibt das Ding her. Ich gehe direkt, jawohl. Jetzt kann ich ihn vielleicht ein bisschen abhängen. Ja, kann ich, sehr schön. Da ist er durch, der Bloody. Ah, dann trifft das Tor nicht. Mann. Ich muss eigentlich schon wieder gehen. Ich werde mich aber jetzt erstmal um die Defensive kümmern. Ja, so wollen wir das sehen. Wenn ich da nicht gestanden hätte, wer weiß. Jetzt werde ich aber gehen. 11 Minuten im Mittelabschnitt. Und das Spiel, das ist so unglaublich spannend. Keiner der beiden Teams kann sich hier bislang so extrem durchsetzen, dass man sagen muss, oh. Was? Ich bin schon wieder da. Ich habe gar nicht aufgepasst. Blattmann. Spitzer Winkel und Ridger heute im Tor. Nicht Shields, sondern Ridger. Bekommt nochmal Eiszeit im letzten Saisonspiel. Gut, man kann sich theoretisch, man muss hier nicht gewinnen. Man weiß, man ist in den Playoffs dabei, aber als Erster ist es natürlich optimal. Und Skapski, der weiß das und versucht sein Möglichstes, um hier dicht zu halten hinten. Und bislang macht er das hervorragend. Komm schon! Ah, übers Tor. Reinhardt. Zurück auf Flattmann. Der ist hier mit Drängnis. Komm, weg. Ah, schade. Nicht optimal gelöst vom Mann mit der 13. Im Dress der Eis. Sehen wir jetzt da mal drüber bald. Okay, dann nehme ich hier mit. Wow, Vorsicht. Hier nehme mit. Ah, schön gelöst. Da ist er durch. Komm. Ah, lässt er den Puck liegen. Mann. Ich muss wieder raus. Anstrengender Turn. Shirley, Dejeuner. Neuaufbau über Faith. O'Connor, 4 Minuten im Mittelabschnitt. Komm, mach's! Thrower. Schade, Strafe angezeigt gegen unser Team. Und das ist wieder doppelt bestraft. Oh nö. Jetzt wird die Strafe ausgesprochen. Und Calgary mit dem Powerplay und die Scheibe rutscht ins Tor. Hervorragend gemacht. Aber es ist natürlich bitter, denn diese Strafe zählt. Und es war wegen Stockschlag, Jaden Dejeuner. Das gilt es natürlich zu vermeiden im Optimalfall, gerade in so einem Spiel. Denn jetzt kurz vor Ende des Mittelabschnitts noch einen Gegentreffer hinzunehmen, wäre nicht optimal. Macht hin, Leute. Haltet hinten dicht. Wenn ich schon nicht spielen kann, Silvester. Au! Er bleibt einfach mal stehen, Humphreys. Wartet, bis er kommt. Aber auf diesen Silvester, da muss man aufpassen. Brassard mit dem Schuss. Silvester auf Riesling, die haben ihre Aufstellung gefunden. Brassard erneut am Tor vorbei. Humphreys. Jetzt komm, holt euch den Puck. Martin, sehr gut. Moose, weg damit. Yes. Erstmal die Scheibe raus aus der Gefahrenzone. Hälfte des Powerplays ist bereits vorüber. Montgomery. Ah, jede Sekunde, die da vorne ist, ist eine gute Sekunde. Silvester, da haben wir ihn wieder. Vorsicht auf diesen Silvester. Chase! Oh! Chase has no choice. Reinhardt. Puh, wir sind wieder vollzählig. Die letzten 10 Sekunden im Mittelabschnitt. Torlose Partie bei beiden Mannschaften. Oh! Skapski! Drittel vorbei, 0-0 nach 40 Minuten. Alles wird also im letzten Drittel entschieden.
Boah, Freunde, es ist nicht zu glauben. Es ist einfach nicht zu glauben. Mir wäre es eigentlich ganz lieb, wenn wir führen würden, so 2-0, da hätten wir nämlich Ruhe. Aber so einfach wird es uns natürlich nicht gemacht hier in der Scotia Bank Saddle Dome. Kootenai mit dem besseren Bulli beginnen, aber das bringt nichts, wenn nachher Calgary die sind, die das Tor treffen. Vorsicht, nicht jetzt! Was macht ihr? Alter! Bleib dran, Reinhard. Komm gegen Jones. Den hau ich weg. Jawohl. Komm, da vorne geht Montgomery. Oh, der war zu lang. Icing wird es geben und gibt's auch. Schade. 17-17 noch auf der Uhr. Oh, oh, Patkin. Oh, 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 oh. Komm jetzt raus da, Dirk. Jawohl, komm jetzt einfach rein. Yes, Mann! Yes! Alter! Und was für ein Kracher jetzt! Alexander Blattmann, Tor Nummer 89! Und das war die Befreiung. Zack, drauf das Ding! Und dann Dreacher vorbei. Gewaltschuss! An der Blockhand oder Stockhand des Keepers. Und das war gut. Reinhard und Dirk, die beiden Assists. 15,5 Minuten vor Ende. Die Führung für Kootenai. Oh! Ah. Komm jetzt irgendwie vor das Ding. Ah, doch nicht so. Also das war ja wohl nichts. Ah, schade, da war mal gut dran geblieben. Ja, und Calgary, die wirken jetzt ein bisschen geschockt. Obwohl sie eigentlich gar nicht geschockt sein brauchen, denn die wissen auch so, sie sind in den Playoffs dabei. Aber natürlich will man die als Erster abschließen und das war richtig geil. Der nächste Treffer vom Blattmann. Und da hat er die 90. Und das war wieder Reinhard und Dirk. Optimales Zuspiel, Reinhard. Und dann hat er natürlich Glück, dass er die Scheibe auf die Kelle kriegt. Und diese dann optimal da hält. Richard schon auf dem Weg ins rechte Eck und Blattmann bringt die Kootenai Ice hier 2-0 in Führung. Besser geht's hier fast nicht, Leute. 10 Minuten vor Ende der Partie. 2-0 Führung für Kootenai. Wir können jetzt ziemlich beruhigt aufspielen. Und das war genau das, was ich noch am Anfang des dritten Drittels gesagt habe. Ich sag noch, ach, mir wäre es eigentlich lieb, wenn wir, oh, hier 2-0 führen würden. Und genau das haben wir jetzt geschafft. Und wir haben alle Möglichkeiten jetzt für dieses Spiel. Oh, 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 Vorsicht, Dirk, sehr gut, hält die Scheibe drin. Ach, ich gehe einfach mal raus, egal ob da der Puck ist, aber ich bin mit dabei. Moose. Blattmann, oh, das wäre es natürlich jetzt hier noch ein Abschluss-Hattrick zu erzielen. Im letzten Spiel, 90 Tore hat er gemacht in der regulären Saison. 10 an den 100 vorbeigeschrammt, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Er hat schon hier viel geleistet. Hat die Kootenai Ice hier hingebracht, wo sie heute stehen. Und hat sie womöglich mit der Reihe RBM, Montgomery, Blattmann und Reinhardt in die Playoffs geführt. Das ist alles, was er wollte. Das hat er gemacht. Und alles andere wäre jetzt noch Zugabe. Und der doch so gefährliche Silvester, der hat heute wieder die Möglichkeiten, hat sie allerdings nicht genutzt. Jetzt geht der Torhüter vom Eis. Und das bedeutet für uns, oh, wir haben natürlich die Möglichkeit, hier einen Hattrick zu erzielen. Komm schon. Yes! Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? 3-0. Auch wenn es jetzt ein Empty Net Goal war. Scheißegal. Fakt ist, das Ding ist drin. Und das ist das, was zählt. Blattmann, 91 Treffer, Hattrick. Und diesmal war es wieder die RBM-Reihe. Montgomery, Reinhardt mit der Vorlage. Und sie gönnen es ihm von Herzen. Eine hervorragende Leistung, die er hier gezeigt hat in seiner ersten Saison in der WHL.
Und jetzt hoffen wir, dass sie die Playoffs gut zu Ende bringen, um dann hier die Feierlaune zu beginnen. Brooks. Meine Fresse, Freunde. Halbe Minute noch, McPhee. Und da geht auf jeden Fall nichts mehr schief. Wir haben den direkten Einzug in die Playoffs. Es sei denn, irgendjemand hatte noch 4 Spiele weniger und wir haben es nicht gemerkt. Kann aber nicht sein, war direkt am Folgetag. Ach ja, eine ganz lange Saison haben wir hier zu Ende gebracht. Wand. Und da ist auch das nächste Tor. 5 Sekunden vor Ende des Spiels. Doch noch ein Treffer. Geiler Scheiß. Und das ist natürlich eine Abfuhr jetzt für die Calgary Hitmen. Das ist natürlich ganz, ganz bitter aus deren Sicht. Aber so kann es manchmal laufen, ne? So einfach geht's. Und wenn es soll, dann soll es einfach. Und bei den Calgary Hitmen soll es dementsprechend dieses Mal nicht. Aber so ist es noch spannend geblieben, Freunde, bis zum letzten Spieltag. Denn wenn die Calgary Hitmen im Vorspiel oder jetzt im letzten Spiel schon verloren hätten, dann hätten wir es schon gewusst. Wir sind qualifiziert, so blieb es spannend bis zum 72. Spieltag. Und ich bin froh, dass wir uns frühzeitig noch damit befasst haben, sonst hätte ich da ein bisschen lockerer aufgespielt und gesagt, ja, ja, wir können ja unter die ersten 8, das läuft schon. Aber wir haben es geschafft. Und nach meiner Berechnung müssten wir eigentlich das Ticket erzielt haben, ohne irgendwelchen Berechnungen noch zu Laste zu fallen. Und wie das aussehen wird, das werden wir natürlich gleich erfahren. Unbedingt dranbleiben, Freunde. So, die Liga ist also durch. Und jetzt gucken wir mal, wie weit müssen wir noch simulieren, um zum Abschluss zu kommen. Ich glaube gar nicht mehr weit, weil wir müssten das eigentlich schon geschafft haben. Interview. Sie haben heute Abend einen Hattrick erzielt. Wie sehr denken Sie, hat Ihre Leistung die Fans beeindruckt? Ich hoffe, Sie waren zufrieden. Das war eine Art für die Unterstützung. Ja, das nehmen wir mal. Gib bei den Fans wieder einen drauf. Sehr gut. Und wir haben noch keine Entscheidung. Ja, simuliert ein bisschen länger. Ich glaube, jetzt könnte der Abschluss da sein. Immer noch nicht. Tja, das ist jetzt die Frage. Ich simuliere jetzt einfach mal durch. Vielleicht haben sie doch noch. Doch, wir haben's. Playoff-Paarungen stehen fest. Ich habe mal deine Leistung in diesem Jahr unter die Lupe genommen. Du hast ein gutes Jahr hingelegt. Wir haben dir 4 statistische Erwartungen mitgegeben und du hast sie alle erfüllt. Gut gemacht. So macht die Arbeit mit dir Spaß. Okay, das ist schon mal hervorragend. Und wir spielen also gegen die Moose Jaw Warriors. Die erste Playoff-Runde. Mit den Playoffs nimmt auch die Intensität der Spiele zu. Mit welcher Taktik gehen Sie heute Abend in die Partie gegen die Moose Jaw Warriors? Wir sind alle Kämpfer. Wir werden da rausgehen und in den Marsch blasen. Wir konzentrieren uns auf unser Spielplan. Wir sind gut genug, um zu gewinnen, wenn wir konzentriert bleiben. Je höher der Druck, desto besser spiele ich. Das Team muss mir einfach nur folgen und sich von der Strafbank fernhalten. Wir haben im Training unser Unterzahlspiel optimiert. Wenn wir also körperbetont spielen müssen, ist das kein Problem. Wir konzentrieren uns auf unseren Spielplan und kriegen damit bei den Mitspielern noch etwas Begünstigung. So, Freunde, jetzt steht's also fest. Tja, die Statistiken werden alle neu aufgenommen. NHL-Team-Nominierungen, die werden da jetzt natürlich irgendwann mal mit hineingehen. Aber wir gucken natürlich jetzt erstmal auf die Statistiken und den Playoff-Spielplan, der wie folgt aussieht in der WHL. Wir haben jeweils 8 Teams. Okay, ist doch ein bisschen anders. Und zwar die ersten 8. Dann ist das nicht so, wie ich es hier gelesen habe. Dann haben die das wohl ein bisschen verändert. Aber gut, ich kann nichts fürs, Freunde. So ist es nun mal. Aber dennoch, wir schauen uns die Partie natürlich an. In der Western Conference die Tri City Americans gegen die Everett Silver Tips. Die Kamloops Blazers gegen die Victoria Royals. Die Portland Pirates gegen die Seattle Thunderbirds. Die Kelowna
weiß ich nicht mehr, gegen die Vancouver Giants. Und in der Eastern Conference haben wir die Kootenai Ice auf Rang 1 gegen die Moose Jaw Warriors. Dahinter die Swift Current Broncos gegen die Prince Albert Riders, die Edmonton Oil Kings gegen die Red Deer Rebels und die Calgary Hitmen gegen die Moose Jaw Warriors. Und das ist der Playoff-Spielplan für die aktuelle Saison. Ich bin wirklich froh, wir haben es geschafft, Freunde. Und ich hoffe natürlich, dass wir es auch gewinnen werden. Und wenn ihr natürlich wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet im nächsten Spiel wieder ein beim Playoff-Viertelfinale zwischen den Kootenai Ice und den Moose Jaw Warriors. Wenn euch der Part gefallen hat, Freunde, gebt einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns in den Playoffs wieder. Bis dahin, euer Bloody LP.